Das ist auch wichtig. Ich lache halt wirklich immer so, wenn der Stuhl quietscht. Vielleicht muss man dazu sagen, dass es nicht deine Hüfte ist. Ich bin ja nicht mehr die Jüngste. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zusammen mit Susanne, bekannt als Frau Beauty und mit ihrem Stolz, die schönen neuen Produkte von Hautsache, die es bei DM gibt. Und ich darf sie heute kennenlernen und anwenden und wir tauchen zusammen in diese Welt, diese Hautpflege einfach ein. Und ich freue mich sehr drauf. Ich mich auch. Ich freue mich auch auf euch. Ich freue mich auf alles, was der Tag jetzt so bringt. Und wir starten. Womit möchtest du denn starten? Soll ich dir erstmal so ein bisschen was erzählen? Oder ja, also ich würde, vielleicht können wir das so kombinieren. Während wir das schon irgendwie anwenden, kannst du ein bisschen erzählen, weil ich bin jetzt geschminkt, wie man gut sehen kann. Und du hast ja auch tolle Reinigungsprodukte, ja, ne? Sogar zwei verschiedene. Und vielleicht würde ich, während ich mich so ein bisschen abschminke, so ein bisschen vielleicht wie eine Abendroutine, während ich mich abschminke, kannst du uns ein bisschen abholen. Okay. Zu den Produkten. Okay, was würdest du mir denn so empfehlen? Ich habe ziemlich viel Make-up drauf, weil ich heute schon gefilmt habe. Deswegen, was meinst du? Also, nach einem langen Tag, egal ob da jetzt Make-up auf der Haut ist oder nur Sonnenschutz und Pflege, ist es immer gut, in zwei Schritten abzureinigen, weil du nämlich öllösliche und wasserlösliche Rückstände auf deinem Gesicht hast. Und es ist jetzt auch nicht notgedrungen wichtig, dass ihr da Make-up auf der Haut haben müsst, sondern es kann auch einfach sein, dass ihr euch am Morgen eingecremt habt und dann geht ihr im Hopserschritt durch euer Leben, so wie du das ja auch machst. Und natürlich, dann sammelt man natürlich auch Umwelteinflüsse. Nicht nur die Einflüsse, die wir im Herzen speichern, sondern da wird auch eine Menge auf unserer Haut eingefangen. Und dafür reinigen wir am besten in zwei Schritten. Dann nimmst du im ersten Schritt das Reinigungsöl. Das verteilst du auf deinem trockenen Gesicht. Du kannst auch, ich würde dir den Tipp geben, immer bei der Reinigung erstmal die Haare aus dem Gesicht. Weil du weißt ja, das nervt ja sehr. Man macht es immer in totalem wilden Enthusiasmus und Aktionismus. Und dann plötzlich hat man die Haare alle im Waschbecken. Und es läuft hängen, doch hier auch so eine Pfütze rechts und links. Du diese Armbänder, die man haben kann. Ich auch. It's a game changer. Also auf jeden Fall brauchen wir im ersten Schritt einfach nur das Öl auf dem Gesicht. Das kannst du einfach auf deine Handflächen kleben und im Gesicht verteilen. Ohne mit Wasser, nur das? Erstmal gar nicht. Du machst es wirklich nur auf die trockene Haut. Aha. Und da kannst du dann einfach schauen, wie viele Pumpstöße du brauchst. Das ist sehr ergiebig. So ergiebig auch nicht. Ja, das ist, wer hat mitgezählt? Es waren 36 Pumpen. Nein, Spaß beiseite. Also so 3-4 ungefähr. Und dann verteilst du das auf deiner trockenen Haut. Entschuldigung. Es ist Parfümfrei. Alles, die ganze Reihe? Die komplette. Das finde ich besonders toll. Das haben wir rausgelassen aufgrund der Verträglichkeit, weil es einfach immer mehr Menschen gibt, die Unverträglichkeiten gegenüber von Duftstoffen haben, aber auch gegen ätherische Öle und alles. Tschüssi. Also, tschüssi, genau. Das kannst du jetzt einmassieren. So auf einmal sitzt hier eine andere Person. Mit Schnurrbart. Kennst du noch Scooby-Doo, wo der immer so, ich bin gar nicht der Zirkusdirektor und also den Bart Genau. Übrigens, falls ihr es zwischenzeitlich quietschen hört, das sind nicht unsere Hüftgelenke, das sind die Stühle hier. Das sind Seile. Wir haben einen sehr alten Kameramann. Genau, das kannst du in kreisenden Bewegungen richtig schön aufemulgieren. Das Tolle ist, Öl löst Öl. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie Teig in den Poren hast, dann wird es auch durch das Öl rausgezogen. Du kannst es auch im Augenbereich verwenden. Das nur wenn so ihr jetzt wirklich richtig krass empfindliche Augen habt, dann solltet ihr aber generell keine Augen, eure Augen nicht mit Öl abschminken. Das ist einfach so, weil das ist, also wir haben hier Öle und Oleate drin, die wirklich total Öko-Standard sind und die ganz, ganz sanft reinigen und die Haut nicht austrocknen. Es gibt nämlich auch Reinigungsöl, das nimmt der Haut echt Feuchtigkeit und das macht uns das eben nicht. Voll, das ist richtig angenehm und ich finde, das hat irgendwie so eine perfekte Konsistenz, weil das ist nicht zu flüssig, das überhin läuft, aber das ist auch nicht so, dass du... Ja, das mag ich nämlich auch nicht, wenn man das Gefühl hat, man schmiert sich jetzt gerade irgendwie mit was. Genau, und jetzt seht ihr ja, Olesia nimmt es jetzt ohne Wasser ab. Ihr könnt es aber zu Hause auch einfach mit lauwarmem Wasser abspülen. Das wird dann zu so einer milchigen Emulsion und bei diesem Prozess entstehen Mizellen und die reinigen euer Gesicht ab. Soll ich das vielleicht mal machen bei der Hälfte? Das kannst du machen. Warte mal, ich habe was Kleines vorbereitet. Ach. Oder? Guck mal, bitte einmal übers Gesicht. Wo kommt das? Da spawnt die ganze Zeit irgendwas. Schokoriegel? Genau. Oder ich mache das so vielleicht. Ja, kannst du auch machen. Ich weiß jetzt nicht, ob dann die Wassermenge reicht, um es wirklich so
zu einer Emulsion werden zu lassen. Das ist auch, aber ihr werdet es merken, wenn ihr das zu Hause mit reichlich lauwarmem Wasser abnehmt, dass das dann wirklich so richtig milchig von eurem Gesicht läuft. Und das würde ich auch tatsächlich empfehlen, wenn ihr das einmal gründlich abwascht. Wir machen das jetzt natürlich hier in diesem Setup nicht so, aber zu Hause würde ich nur, was wirklich, es gibt ja Haut, die nicht zu viel Wasser verträgt, da könnt ihr es dann auch mit so einem Mikrofasertuch abnehmen. Das ist schon auch in Ordnung, aber prinzipiell würde ich sagen, es ist immer besser, wenn man alles richtig einmal mit Wasser vom Gesicht nimmt. Es fühlt sich auch besser an meist, gerade wenn es so Öl. Genau, und wenn du deine Haut jetzt dann gleich mal berührst, wirst du merken, dass sie sich so ganz, ganz seidig anfühlt. Dadurch, dass wir Squalan in dem Öl haben, ist es einfach echt schön. Voll. Und wie als wäre es schon gepflegt. Genau, genau. Und das ist natürlich für viele unter uns, die sagen, sie haben wirklich eine fettige Haut oder eine Mischhaut, immer auch so ein bisschen der Angstgegner, dass man sagt, oh Gott, das ist für ein Öl auf der Haut. Ja. Aber ihr müsst euch da wirklich nicht verrückt machen. Das Öl bleibt ja nicht auf der Haut, weil wir reinigen jetzt im zweiten Schritt mit dem Reinigungsschaum. Und jetzt kommt mein sensorisches Highlight. Bist du ready? Ja. Ich liebe ich. Das ist richtig Spa. High-End. Irgendwo, ich gönne mir was. Das liebe ich. Ich liebe Schäume. Ich weiß es schon. Schaum. Es gibt nur einen Schaum. Schaumse. Den gibt es nicht im Plural. Es gibt nur den Reinigungsschaum von Hautsache. Und das hat auch Squalan? Nee, oder das hat das Squalan. Ist das? Squalan. Das hier ist, hat Glykolsäure drin. Das heißt, es peelt die Haut leicht ab. Milchsäure. Das heißt, du hast so einen ganz leichten Peeling-Effekt, den du aber täglich nutzen kannst, morgens und abends. Einmal ganz kurz zum Double-Cleansing. Das ist abends in zwei Schritten und morgens nehmt ihr einfach nur den kleinen Schaum. Also, und das mag ich extrem gern, weil der hat eine Basis von Aloe Vera Saft und das ist so ein bisschen kühl. Ja. Und das ist echt total angenehm auf der Haut und ihr werdet es merken, wenn ihr den verwendet, eure Haut hat danach so richtig schönen Glow. Weil das auch die toten Hauttypchen ein bisschen mit abnimmt. Au revoir. Die werden nach Hause geschickt. Genau, dann könnt ihr, jetzt hast du natürlich Öl drunter, dann schäumt er nicht ganz so. Ihr werdet merken, wenn ihr den morgens auf euer einfach nur trockenes Gesicht auftragt oder auf euer leicht feuchtes Gesicht, dann schäumt er sehr viel stärker. Genau, und dann kannst du das auch wieder abnehmen. Aber ich glaube, ich gehe das wirklich mal kurz mit Wasser. Und jetzt sieht man meine Pigmentfleckchen. Hallöle. Ja, da kommen wir doch jetzt gleich im nächsten Schritt drauf, wie man die minimieren kann. Da habe ich nämlich zwei ganz gute Tipps hier dabei in meinem Sammelsurium von schick und schönen Empfehlungen. Wow. So, wieder sauber und glatt. Und die Haut fühlt sich echt gut oder? An. Ja, also es fühlt sich wirklich so ein bisschen an. Also jetzt spannt es ein ganz kleines bisschen wegen diesem Peeling-Effekt. Aber es spannt nicht. Ich weiß, was du meinst, das ist so gefestigt fühlt sich das an. Es hat schon so einen gewissen Halt, der plötzlich hat. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache, dass ihr danach nichts mehr macht. Ja? Genau. Also das ist nicht der letzte Schritt. Wir befinden uns jetzt eigentlich in der Abendroutine, weil du hast ein Double Cleanse gemacht. Das heißt, der nächste Schritt wäre jetzt das Barriere-Serum. Das ist ein Serum, was 1% Ceramikkomplex enthält. Das heißt, sehr Hautschutzbarriere stärkend und auch aufbauend. Es ist super gut bei Irritationen, bei geröteter Haut. Was ist das gerade? Ja, nicht meine Lust. Ist das bei allen so? Die machen Musik. Nein, warte, ernsthaft, ist das jetzt Zufall? Nein, das macht es einfach, bevor da Produkt rauskommt. Das sind so Airless Dispenser und die müssen jetzt natürlich erstmal diesen Unterdruck entwickeln und dann... nicht so viel, das ist super ergiebig. Wieder zu viel. Das ist tatsächlich total ergiebig, das Produkt. Also ein Pumpstoß. Genau, ein Pumpstoß ist mehr als genug. Ich habe das teilweise sogar, ich nehm das auf der nassen Haut direkt nach der Reinigung und dann brauche ich nur ganz, ganz wenig. Und das ist so ein schönes Gefühl, weil danach ist nämlich dieses gefestigte Gefühl, nur dass es sich genährt und versorgt anfühlt. Aber zu viel von Produkt verschwenden oder ist es dann zu viel nicht gut für... Nein. Nee, du kannst davon nicht zu viel nehmen. Aber das ist jetzt überhaupt nicht... Das ist Ceramide, das ist total gut für die Haut. Wie gesagt, es ist nur hautstärkend und hautaufbauend, weil Ceramide ist ein Bestandteil unserer eigenen Haut. Und wenn die Ceramide in der Haut fehlen, dann hast du das Problem, dass deine Haut trocken wird, dass sie schneller altert, dass auch Entzündungen entstehen, weil Keime und Bakterien in die Haut reinkommen. Was ich mit zu viel meinte, ist eher so, dass du jetzt halt, die Produkte sind sehr ergiebig, das heißt, du brauchst nur ganz wenig. Das ist super ausreichend, wenn du halt ein bisschen was nimmst. Und
Ja. Okay. Verstehe. Und weil du gerade Pigmentflecken gesagt hast, oh, ja, da ist das Beste die Kombination aus Vitamin C und Lichtschutz. Und das hast du halt hier am Tag. Du hast hier ein Vitamin C Serum mit 15% purer Ascorbinsäure, was ja aufhellend ist, was auch diese Melaninansammlung in der Haut eben so ein bisschen minimiert. Genau, und wenn du das da halt regelmäßig aufträgst und dann den Lichtschutz drüber gibst, dann ist deine Haut halt vor der Neubildung von Hyperpigmentierung geschützt und gleichzeitig wird mit Vitamin C dagegen angearbeitet, dass sich keine neue bildet und dass es halt auch aufgehellt wird. Und was ich mich immer frage bei Vitamin C, weil ich trage das ja überall auf und nicht nur auf die Pigmentflecken, oder? Das hat ja so eine aufhellende Wirkung. Wird denn meine Haut überall heller? Nein, da musst du dir keine Gedanken machen. Die Ascorbinsäure, die hat ja im Prinzip wie so einen Zielauftrag. Also wenn du jetzt irgendwo hinfährst und sollst dann Gedicht vorlesen, dann wirst du auch nicht die ganze Fahrt dorthin schon das Gedicht vorlesen, sondern erst, wenn du am Ziel angekommen bist. Und ein bisschen, das ist ja auch mit Wirkstoffen idealerweise, dass sie ihren Wirkungsbereich haben. Und da natürlich dann zum Beispiel Vitamin C unterstützt auch die Kollagenbildung in eurer Haut. Und das Barriere-Serum unterstützt, dass die Feuchtigkeit nicht aus der Haut raus kann. Das heißt, dass die Feuchtigkeit in der Haut bleibt. Und so hat jeder Wirkstoff so seinen Job. Und genau den erledigt er auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass zum Beispiel die Glykolsäure, die peelt die gesamte Haut ab. Und das ist auch total wichtig, weil die Hyperpigmentierung sollte ja auch an der Oberfläche immer abgetragen werden, damit die sich nicht zu sehr in der Haut es gemütlich macht sozusagen. Und dann ist am Morgen das Vitamin C Serum der zweite Schritt nach der Reinigung. Und dann hast du die Tagespflege. Und das sind so die zwei Schritte tagsüber. Zu Vitamin C, da frage ich mich immer, ist es wichtig, dass man es morgens aufträgt oder warum nicht abends? Was macht er denn? Warum? Also Vitamin C ist halt ein Antioxidant, was deine Zellen schützt. Und du musst dir vorstellen, wenn du ins UV-Licht gehst, dann schüttet dein Körper als Stoffwechselprodukt freie Radikale aus. Und Ascorbinsäure wirkt gegen diese freien Radikale. Das heißt, die freien Radikale zerstören die Zelle nicht, die Hautzelle in dem Zusammenhang. Deswegen macht es so wahnsinnig Sinn, das tagsüber aufzutragen. Wenn du Vitamin C nachts aufträgst, ist auch super, aber dann hat es nicht mehr so diesen antioxidativen Auftrag, sondern dann ist es eher etwas, was die Kollagensynthese anregt. Das heißt, die Haut wird wieder wacher und aufgebaut und es kommt eben nicht zu Zeichen der vorzeitigen Hautalterung. Ich persönlich nehme Vitamin C morgens und abends. Ich skippe abends dann entweder das Barriere-Serum oder die Nachtcreme, aber ich trage es echt morgens und abends. Was wichtig ist bei Vitamin C, nicht zu schnell damit anfangen, also immer langsam damit starten, nicht direkt jeden Tag. Ich nehme es jetzt seit vielen, vielen Jahren, zwar nicht von Hautsache, aber eben ein vergleichbares Produkt. Und meine Haut hat sich mittlerweile total dran gewöhnt. Aber wenn ihr das am Anfang überdosiert, ja, das hatte ich nämlich. Ja, dann kannst du richtig Pickel und sowas davon bekommen. Ja, genau. Da habe ich so ein bisschen, hat meine Haut wie überreagiert. Ja, ja, genau. Da hatte ich am Hals so ein bisschen Ausschlag und so gekriegt. Ja. Das kann schnell passieren. Deswegen, Vitamin C ist ein Wirkstoff, den ihr für den Rest eures Lebens nehmen könnt. Das ist nichts, was ihr als Kur nehmen müsst oder sowas. Am besten ist es, ihr nehmt den für den Rest eures Lebens. Und ob ihr den jetzt zweimal die Woche auftragt oder siebenmal die Woche oder macht es so, wie es für eure Haut sich gut anfühlt. Das ist ganz wichtig. Und ich finde es auch super, sehe ich gerade. Steht hinten mal dran, abends, morgens, also für wann das gedacht ist, ne, das Produkt. Super cool. Genau, und abends trägst du dann jetzt als nächstes noch die Nachtcreme darüber auf, wobei ich bin ja so ein Hautpflegeminimalist oder eine Minimalistin. Ich finde, man muss auch gucken, reicht das jetzt vielleicht an der Haut schon? Hast du das Gefühl, das ist schon nähernd genug? Die Nachtcreme ist extrem leicht von der Textur. Das habe ich noch nie gehört. Matrixyl. Das ist ein Peptid, ein Anti-Aging-Peptid. Die ist sehr Anti-Aging. Also die hat Matrixyl, Zink, Resveratrol, Panthenol, Vitamin E, Squalan und Hyaluronsäure. Also es ist so eine... Ja, das hätte man mal... Technoparty. Oh, wieder zu viel? Es ist schon wieder zu viel. Also wie gesagt, Hauptsache ist sehr sparsam und wirklich sehr minimalistisch und sehr einfach von der Anwendung. Und das liebe ich. Das in allem, das Einfachste ist meistens das Beste. Ja. Das ist weniger als mehr, die Haut ist ein Organ. Gerade für die Haut, ja. Genau, und das kannst du jetzt noch, aber du merkst, es ist eine ganz leichte Textur, sie ist nicht schwer, weil oft sind Nachtcremes ja so sehr, sehr cremig. Und dann ist deine Haut bestens für die Nacht gestärkt. Und was halt, also die Haut hört ja nachts nicht mit ihrem Job auf, sondern die Zellwechsel, die Zellstoffwechselprozesse werden ums Achtfache
beschleunigt. Und da braucht die Haut Unterstützung. Und dann stell dir mal vor, gehen Leute geschminkt schlafen. Ja, viel Spaß. Das Beste, was ich mal gehört habe als Argument ist, das Make-up weiß doch nicht, ob Tag oder Nacht ist. Nicht so. Stop it! Ja, wirklich. Ohne Scheiß. Wirklich, das Make-up weiß doch nicht, ob Tag oder Nacht ist. Ich so, das ist auch nicht das Problem. Wir machen uns keine Sorgen um deine Foundation, dass sie verwirrt sein könnte, dass sie einen Jetlag hat oder sich denkt, wo bin ich, wer bin ich und warum. Sondern es geht eher darum, dass deine Haut vielleicht... Die weiß, ja, wenn es noch ist. Ja, so. Wow. Ja, das, also, ja, genau. Das ist ja aber, das ist ja schon für uns selbstverständlich, ne? Dass man sich abends natürlich abschminkt. Also, ich habe das natürlich auch viermal gemacht, als ich irgendwie in meinen wilden Sturm- und Drangzeiten unterwegs war und nach dem Club irgendwie meinen Namen nicht mal mehr buchstabieren konnte. Da habe ich dann auch nicht mehr über Make-up-Remover-Pads nachgedacht. Aber irgendwann kommt man halt in die Phase, wo man... Ja, gerade auch diesen Hautalterungsprozess, ja, ne? Ja. Den beschleunigt man auf jeden, ja, Fall, wenn man sich nicht abschminkt. Aber wenn du es das nächste Mal nimmst, kannst du weniger nehmen, weil das war, glaube ich, jetzt jeweils ein Pumpstoß zu viel für dein Gesicht. Und ich sage das auch wirklich in aller Liebe und in allem, was ich über die Produkte weiß, die sind wirklich ergiebig. Und da sind nur Inhaltsstoffe drin, mit denen eure Haut wirklich was anfangen kann. Das heißt, wir haben keine Silikone, keine Mineralöle, keine Alkohol, wir haben nichts, was irgendwie effekthascherisch auf der Haut liegt, sondern wir haben wirklich nur Sachen, die deine Haut konsumieren kann und da braucht sie weniger. Das ist ja genauso wie Junkfood, da brauchst du ganz viel und wirst nie richtig satt. Mhm. Aber wenn du dich gescheit ernährst, braucht dein Körper weniger. Und so ist das auch ein bisschen. Das ist wie so der perfekte Menüplan für deine Haut. Und die Haut ist, habe ich eben schon gesagt, ein Organ. Und würdest du sagen, die Produkte sind aufeinander abgestimmt oder kann ich zu 100% mixen? Kannst du auch. Ja? Also ich bin da auch wirklich total offen, wenn jemand sagt so, er nimmt erstmal nur ein Produkt und bringt es in seine gewöhnliche Skincare-Routine. Wir haben jetzt sehr oft gesehen, dass Leute mit einem Produkt anfangen und dann doch sehr schnell die anderen Produkte nachkaufen, weil das auch so absurd ist, wenn man mal ein paar Tage so ein unbeduftetes Produkt auf der Haut hatte und dann wieder was Beduftetes nimmt, dann ist es sehr irritierend. Es brennt teilweise in den Augen oder fühlt sich nicht gut auf der Haut an. Und deswegen ist es wirklich nur, man muss verstehen, hier sind halt keine Silikone, keine künstlichen Verdicker oder sowas drin. Das heißt, das Hautgefühl ist anders. Du brauchst viel weniger, weil nichts auf der Haut verdampft oder irgendwie was anderes macht. Also es geht einfach in die Haut und deine Haut nimmt sich das, was sie braucht. Und es ist also sehr sparsam und sehr gut aufeinander abgestimmt, weil wir auch keinen Wirkstoff doppelt drin haben. Das heißt, du hast es nicht wie bei anderen Pflegeserien, dass du in allem Glykolsäure oder in allem Niacinamid oder sowas hast, sondern du hast in jedem Produkt was anderes und alles braucht deine Haut. Mega. Und die hier die Tagespfleger mit LSF50. Ne? Genau, UVA und UVB. Das heißt, es ist wirklich komplett geschützt. Normalerweise ist es immer so ein bisschen schwierig bei Tagespflege mit Lichtschutzfaktor, weil die ganz oft nur UVB-Schutz haben. Aber wir haben darauf geachtet, dass wir wirklich nicht gesagt haben, wir haben eine Tagespflege, wo irgendwie so ein bisschen Lichtschutz stattfindet. Oder wir haben ein Lichtschutzprodukt, wo so ein paar Wirkstoffe stattfinden. Das war wirklich ein absolutes Meisterwerk, das so ineinander zu bringen, dass wir einerseits die Pflege haben, aber andererseits auch den Schutz. Wow. Ja. Und hast du ein Lieblingsprodukt? Ich weiß, es ist eine gemeine Frage. Das ist eine ganz gemeine Frage. Also ich kann sagen, wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, kann nur noch ein Produkt geben, wäre es tatsächlich die Tagescreme für mich. Weil ich wirklich jemand bin, der sehr darauf achtet, Sonnenschutz zu verwenden, 365 Tage. Aber ich brauche eben auch Pflege und dann waren es immer zwei Schritte und das hat mich irgendwie total genervt. Genau. Jetzt habe ich halt die zwei Schritte in einem. Aber wenn ich jetzt mehrere Produkte aussuchen dürfte, dann fängt es an, richtig kompliziert zu werden, weil ich nämlich auch die Nachtcreme extrem mag, weil man am nächsten Morgen wirklich schöner aufwacht. Und das Barriereserum nehme ich nicht jeden Tag. Weil Barriereserum und Nachtcreme sind mir persönlich zum Beispiel zu viel. Ich nehme ganz oft auch nur die Nachtcreme. Aber das Barriereserum ist halt total toll. Wenn meine Haut ein bisschen gereizt ist oder sowas, mache ich das drauf und am nächsten Morgen ist es wieder gut. Aber so geht es dann vom Hundertsten ins Tausendste. Also das ist genau das, was ich gemeint habe. Ich kann nicht so wirklich sagen. Aber es ist wahrscheinlich am besten die Tagespflege. Weil eben, das ist irgendwie auch zwei in eins. Ich werde nämlich oft gefragt, so ja, Sonnenschutz soll man jeden Tag tragen, aber wenn ich schon eine Tagescreme habe, wie mache ich dann übereinander? Was zuerst, was danach? Ne? Genau, und das hast du damit nicht mehr, das Problem. Mega schön. Und hast du, also vielleicht hätte ich das ganz am Anfang fragen können sollen, aber war das schon immer so dein Wunsch, dein Traum, eine Skincare-Linie zu machen? Ich meine, du beschäftigst dich ja sehr, sehr viel mit Beauty auf all deinen Kanälen. Und hast du dir gedacht, wenn ich was Eigenes mache, dann Skincare? Nein? Nee, weil das war eher so, die Motivation kam ja eher aus meiner Community. Ich habe halt so oft immer die Frage gekriegt,
gibt es eine Tagespflege mit verlässlichem Lichtschutz? Dann habe ich, hab ich recherchiert und habe gesehen, so, die haben nicht wirklich UVA-Schutz. Das ist kompliziert. Und dann gibt es ein wirklich gutes Barriereserum in der Drogerie. Dann habe ich gemerkt, so, nee, in der Drogerie gibt es da nicht. Also ich habe immer gemerkt, das waren wie so Wände, gegen die ich gelaufen bin. Und dann irgendwann hat mich halt mal jemand gefragt, wieso gibt es das eigentlich nicht als Serie? All diese Produkte, die wir uns die ganze Zeit wünschen, das könnte doch so einfach sein. Und dann habe ich mir auch so ein bisschen Gedanken gemacht, was braucht denn unsere Haut in der Zukunft? Und wir leben einfach in einer Welt, wo die Umweltverschmutzung und das UV-Licht, das wird immer wichtiger für unsere Haut, dass sie wirklich optimal geschützt ist. Und dass vor allen Dingen eine Pflege ihr eher dabei hilft, in ihre beste Version zu finden. Das ist ja so wichtig, weil es ist so viel in der Kosmetik, eine Effekthascherei, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, das Hauptsache sieht schnell irgendwie gut aus. Und was ich eben will, ist, dass die Haut über Dauer einfach zu ihrem schönsten und gesündesten Selbst findet. Und das hört sich jetzt erstmal so ein bisschen spirituell an, aber so ist es gar nicht gemeint, sondern ich habe einfach von mir erlebt, in der Zeit, wo ich noch andere Kosmetik verwendet habe, ich hatte immer irgendein Hautproblem. Entweder es war trocken oder es hat gespannt oder es hat gejuckt oder es gab Pickel oder sowas. Immer gab es irgendein Hautproblem. Hatte manchmal nicht verbessert, sondern genau, noch schlimmer. Genau, und dann dachte ich mir so, oh, erst habe ich meine Haut kaputt gepielt und jetzt kommt, oh Wunder, irgendwas Hautschutzbarriere stärken. Das habt ihr das eigentlich geplant, ja? Also das ist irgendwann war ich viertel vor Verschwörungstheoretikerin. Und so, ich möchte einfach nur der Haut als Organ das geben, was sie braucht. Und das war eher so die Antwort auf ein Bedürfnis. Es war nicht so, dass ich irgendwie immer gedacht habe, ich bringe mal eine Hautpflege raus. Hätte ich, glaube ich, was wetten müssen, dann wäre es wahrscheinlich eher Dekorativkosmetik gewesen, die ich rausgebracht hätte oder sowas. Auch aus deiner Vergangenheit. Ja, ja, genau. Aber das war dann, das hat einfach mit diesen Recherchen angefangen und ich war ja sowieso schon so viel in der Produktentwicklung und dann habe ich immer mehr Skincare entwickelt und dann griff irgendwie so eins ins andere. Ich bin aber jetzt auf jeden Fall super, super glücklich damit. Das ist in den letzten zwei Jahren echt total entstanden, dass ich da... Das wäre jetzt meine nächste Frage, ne? Wie lange sowas dauert. 2 Jahre. Und wir haben die Produkte wirklich von null an entwickelt. Also da ist nicht irgendwie so, dass wir eine Fertigrezeptur oder sowas, sondern die sind wirklich einfach from the scratch. Und deswegen hat es so lange gedauert. Ne? Und würdest du sagen, sind die Produkte jetzt so für mein Alter oder für wen sind die so jetzt besonders gedacht? Die funktionieren für jedes Alter. Also ich meine, ich würde jetzt bei einem Baby vielleicht keine Glykolsäure und Vitamin C auftragen. Aber wir haben wirklich... wir haben wirklich auch Leute im Team, die bei ihren 2-jährigen Kindern die Tagescreme mit Lichtschutz verwenden. Meine 90-jährige Tante nimmt das, mein 14-jähriger Sohn nimmt das. Also wir nehmen das alle, egal in welchem Alter, weil die Haut ja immer dasselbe braucht. Die Haut braucht Feuchtigkeit, die braucht gute Fette und Öle, die braucht Antioxidantien und Lichtschutz. Das braucht sie einfach in jedem Alter. Also wahrscheinlich dann die Tages- und die Nachtcreme. Kann wirklich jeder querbeet, egal wie alt, Barriereserum, Tages- und Nachtcreme kann jeder nehmen. Okay. Reinigungsöl auch. Aber und ich würde sagen, ab 14 kann man auch Reinigungsöl und Reinigungsschaum nehmen. Vitamin C, würde ich sagen, macht halt irgendwann so ab 18 oder sowas Sinn, weil vorher... Erst wenn man was hat? Ja, nee, das macht präventiv total Sinn. Aber ich glaube, es macht jetzt nicht Sinn, wenn man mit 14 Vitamin C Serum nimmt, weil da ist noch keine Kollagensynthese, die irgendwie langsam abnimmt. Aber so mit 20 macht das auf jeden Fall Sinn. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man so anfängt damit, vielleicht mit Beauty, das kommt wahrscheinlich auch dann, wenn man sich schminkt, hoffentlich, dass man sich gleichzeitig um Skincare und Abschminken vielleicht auch kümmert und sich dafür interessiert, dann weiß man vielleicht doch oft nicht, was jetzt Richtige für mich, weil es einfach viel gibt. Ne? Genau, und das war auch so eine Motivation aus der Community raus, dass sie gesagt haben, boah, wir wollen es einfach nur easy. Wir haben keine Lust, uns da mit allem auseinanderzusetzen und vor allen Dingen so, okay, ich habe jetzt schon was mit Niacinamid zu Hause, kann ich jetzt Retinol noch? Und das ist zum Beispiel so ein Versprechen, was ich hier mache, egal welches Produkt noch dazu kommt, wir werden es immer so machen, dass ihr es alles untereinander kombinieren könnt, dass ihr keine Angst haben müsst, dass dazu irgendeine Überdosierung kommt. Ja, mega, mega schön. Ganz echt stolz auf dich sein. Bin ich auch. Und es schaut doch so toll aus, so freundlich irgendwie. Ne? Genau, so freundlich wie ich. Ja, wie du. Ein Traum. Wow, was für ein Ende. Also, ich nehme auf jeden Fall alles mit, wenn ich darf. Auf jeden Fall. Ich mache genau hier weiter. Ja. Ich bin auch ein Fan von Reinigungsprodukten, weil es geht auch immer am allerschnellsten leer. Ja. Und das Gefühl habe ich immer schneller neue Produkte, die ich mal gerne ausprobiere. Und wir haben es tatsächlich jetzt oft erlebt, dass eine Person bringt es in den Haushalt und innerhalb von kürzester Zeit nehmen es alle. Also wir haben eben auch Ehepaare, die sich gerade um Hautsache kloppen. Gutes Zeichen.
Sehr gutes Zeichen. Ja, und ich habe schon so eine empfindliche Haut, weil ich beobachte gerade so, ja, wie fühlt sich die Haut dann an und so, ne? Weil manchmal spannt sie ja auch und so, ne? Aber es fühlt sich echt gut an. Und ich habe eine empfindliche Haut, ich habe so eine dünne, feinporige Haut, aber es fühlt sich wirklich richtig gut an. Hättest du mir das noch einmassiert, wäre noch im Liegen. Ja, wäre natürlich noch ein bisschen besser. Das hatten wir kurz überlegt, aber das ist ja etwas, was ich nicht für jede Person da draußen gewährleisten kann. Ja. Für Vereinzelte. Aber das ist ja, wir wollen sie ja nicht. Ich massiere dir jetzt noch das Gesicht. Okay, vielen Dank. Aber abschließend nochmal, um die Spannung beizubehalten. War es das jetzt oder hast du noch mehr Ideen? Oder da willst du nichts verraten? Auch da haben wir natürlich sehr stark auf die Community gehört, weil da kam natürlich dann, als wir die Produkte vorgestellt haben, doch die eine oder andere auf uns zu und hat gesagt, wir möchten gerne noch dieses Produkt oder kann es nicht noch einen Toner geben? Body. Ja, wir haben sehr viel auf der Liste und wir werden nach und nach alles umsetzen. Aber auch da war es uns wichtig, dass wir das natürlich auch in die Serie bringen, was gebraucht wird, was benötigt wird, was die Menschen sich wünschen. Mega schön. Vor allem gleich so viele Produkte auf einmal. Ne? Ja. Richtig schön. Also, Susanne, ich bin stolz auf dich. Ich hoffe, du auch. Ja. Und wir beenden hier mit das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke, dass ich da sein durfte. Ja, na klar. Ich hoffe, es war informativ für euch. Und falls ihr noch nichts ausprobiert habt, dann unbedingt. Tut es. Zumindest ist mal das. Sonnenschutz, auch wenn wir jetzt in den Herbst, Winter gehen. Ja, immer. Immer jeden Tag Sonnenschutz. Und wenn ihr tatsächlich sagt, ich, keine Ahnung, habe schon Sonnenschutz, den ich gerne verwende, dann ist das hier, finde ich, immer das beste Produkt zum Einstieg, weil es so super easy ist und weil es eigentlich, also das ist, Barriere-Serum. Die zwei Produkte sind die, auf die wir die allergrößten Liebesbriefe kriegen, das Barriere-Serum und die Nachtcreme, gerade von Menschen mit Rosazea oder Neurodermitis, die wirklich nichts vertragen, sind, sind das die besten und beliebtesten Produkte. Vielen Dank. Danke dir. Und vielen Dank fürs Einschalten. Lass uns unbedingt einen Kommentar da und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Mit dem Kocherstuhl. Ich komme dir entgegen. Das war mir nicht zu viel. Ich find's gut. Endlich mal größer.